Scheiße. Mach kein Mist, Baby. Oh, geschafft. Ja, man darf nicht in Hektik ausbrechen, das ist ganz wichtig beim Spiel hier. Wenn Sie neben dem Pfahl stehen, schießen Sie einen Seilpfeil auf einer entfernten Spule, um einen Seilstrang herzustellen. Ah, okay. Also hier jetzt quasi. Super. Und dann klettern wir da mal hoch. Boah, wie so ein Äffchen. Geil, geil, geil. Alter. Boah. Wahnsinn. Alles sehr düster, aber auch sehr geil. Sprengen ja immer weiter. Oh. Hier wieder aufpassen. Ja. Ja, wir räumen eigentlich den Weg frei. Also, wenn die nachher kommen und haben sich da durchgesprengt, haben wir die Drecksarbeit schon erledigt. Weil wir alle Fallen schon ausgelöst haben. Die Glockenplattform hängt fest. Sollte eigentlich helfen, oder? Ja, hier ist ein Wagen. Dann schieben wir den mal. Gucken, was passiert. Sein. Den verbinden müssen? Ja, ne? Ja. Der Wagen kippt um, wenn ich ihn reinziehe. Drehen Sie LS, um die Kurbel zu bedienen. So, drehen Sie LS, um die Kurbel zu bedienen. Machen wir doch. Ja, aber ich muss den Wagen wahrscheinlich erstmal richten. Das steht natürlich da zurecht, das steht falsch. Und kann ich das nochmal kappen? Den Wagen erstmal anders hinstellen. Dazu ist natürlich so rückwärts. Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, wie ich den lenken soll. Halten Sie LT und... Ah, alles klar. Nee, doch nicht. Halten Sie um zum Zielen und drücken die RT-Taste um einen Seilpfeil vor. Muss den doch drehen können. Wie drehe ich den denn?
So, ich kann rückwärts. Seitwärts bringt aber nichts. So, wenn ich aber schiebe und lenke nebenbei, bringt das auch nichts. Kann ich auch nicht lenken. So, wir schieben mal und drücken LT. Oder RT. Bringt nichts. Wir schieben mal, drücken RB. Bringt auch nichts. Wir ziehen mal. Bringt auch nichts. Also, ach, da können wir unsere Waffen auswählen. Also ich krieg das nicht hin. Ich kann höchstens hier nochmal versuchen, ob das jetzt reicht. Aber ich würde auch sagen, dass der Wagen wieder... Der Wagen kippt um, wenn ich ihn reinziehe. Ja. Der dreht ja auch nicht. Ich kann versuchen, die Drehscheibe mit der Kurbel zu drehen. Ah, das ist eine Drehscheibe, okay. Ich kann versuchen, die Drehscheibe mit der Kurbel zu drehen. Alles klar, mein Gut, das war unsere Hinweise. Sonst wäre ich ja echt wieder gescheitert. Drehscheibe mit der Kurbel zu drehen. Da zeigt sie ja quasi hin. Wo ist hier jetzt die Kurbel? Bescheuert. Ich kann versuchen, die Drehscheibe mit der Kurbel zu drehen. Ja, aber hier ist doch, okay, ah, ich glaube, ich weiß, was sie meint. So. Wir schneiden das Ganze hier mal durch. Jetzt haben wir es. Super, super. Noch ein weiter. Ja, es müsste reichen. So, lass los. Jetzt können wir hier. Super. Jetzt verbinden wir das hier. Prima. Jetzt können wir den Wagen sagen hochziehen. Der fährt den Gott. Gerade aus in diesem Trümmerhaufen. Jetzt habe ich es ja verstanden. Sorry dafür.
jetzt Y drücken. Ah, super. Ja, das ist doch schon mal ein Stück weiter, würde ich sagen. Das heißt... Wir sind jetzt hier. Da ist die Leiter, okay. Nee. Ach, das war wieder total falsch. Lang. So. Das war zu langsam. Muss ja schneller werden. Hüpf. Hüpf. Hat's geklappt. Hier hoch. Mann, 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 ey. Die macht aber ganz schön was mit hier. Und jetzt? Ja, das war nicht gut. Jetzt würde ich sagen, seilen wir uns mal ab. Genau. Hey, das haben wir mal ein Rätsel gewesen. Jonah. Ja, ich höre dich. Jonah, hier ist eine Wandmalerei. Darauf ist eine Schatulle abgebildet. Die Inschrift lautet: Die silberne Schatulle von X-Chell. Die muss in der verborgenen Stadt sein. Das ist ein Maya-Mythos. Die Schatulle beschwört offenbar den Gott Kukulkan. Das haben sie aber geil gemacht. Das sieht ja richtig echt aus. Danach sucht Trinity also. Warte, das war's noch nicht. Das sieht wie eine Reihe von Katastrophen aus. Ein Tsunami. Ein Sturm. Ein Erdbeben. Ein Vulkanausbruch. So viel zum Gott der Schöpfung. Naja, bei den Maya ist Kukulkan der Gott der Schöpfung und der Zerstörung. Was denn da? Sieht wie die Hydra-Konstellation aus, aber die Sterne sind falsch angeordnet. Ja, man, gut, dass sie das automatisch macht. Also für mich würde das wahrscheinlich gar nicht hinkriegen. Jonah, ich habe einen Dolch gefunden. Und da ist eine Inschrift. Der Schlüssel zu X-Chells Herz leitet die Säuberung ein. Jo. Trinity darf das auf keinen Fall kriegen. Lass uns nachdenken. Scheiße, Laura, zu dir kommen ein paar Trinity-Wachen. Dann sammel einen da. Nimm mit. Nein, jetzt haben die das Fresko da zerstört. Das für Arschlöcher. Was habe ich getan? Ich glaube nicht, dass sie das war. Scheiße.
Jonah, geh weiter rauf. Oh nein, du hast ihn genommen, oder? Schnell! Ich dachte, das waren die Sprengmeister. Sie sind unterwegs. Wer? Dr. Dominguez und mehr Männer. Wir haben wohl gefunden, was wir suchen. Gut. Dann beginnt die Belagerung. Ja, besser nicht mehr auf Verstärkung. Ja, komm, komm, komm. Schneller. Wir haben keine Zeit. Ja, ich hab's gehört, okay? Dominguez kommt heute Abend. Schon klar. Ich sage, der Regen wird alles überfluten. Was denkst du denn, was ich mache? Ich überprüfe gerade die Pumpe. Okay. Sorgen wir dafür, dass alles okay ist. Ah, alles gut. Ja, okay. Wie läuft's mit der Pumpe? Antwort endlich! Bist du schon fertig mit der Pumpe? Ah, komm schon! Wenn die Pumpe verreckt, können wir das Grundwasser nicht umleiten. Jetzt ist keine Zeit für Spielchen, Blödmann. Steckst du im Aufzug fest? Mit der Beleuchtung. Operation Blackout wurde eingeleitet. Kein einheimischer Arbeiter kommt lebend hier weg. Ja, wir sollten hier echt aufpassen. Wir haben das geplant. Die gesamte Umgebung sichern. Was da wohl drin sein mag? Weiß ich nicht, aber die Werte sollen jeden Rahmen sprengen. Sorgen wir einfach dafür, dass alles sicher ist, wenn Commander Rogue eintrifft. Wir sind drin. Inspektoren kommen. Bereit machen. Verdammt. Ach, keine Sorge. Krieg ich hin. Das dauert viel zu lange. Falls Dominguez auf uns warten muss, wenn er kommt, wird es unangenehm. War zwar nicht so die leiseste Art, aber egal. Raus. Jetzt stecke ich zwar knietief in dem Wasser, aber raus komme ich hier auch noch nicht. Die Ansicht ist ganz gut. Zeigt mir nämlich. Du hast keine Privilegien mehr. Die ganzen Sachen liegen. Operation Blackout abgeschlossen. Keine Zeugen. Städte gesichert. Ich muss schnell sein. Okay, entsorgen wir die Leichen. Du hörst den Polizei von da. Sag es. Macht euch kampfbereit! Überweisungsschüsse bestätigt. Ja, das war ein bisschen töricht von mir. Vielleicht hätte ich mal eine andere Waffe nehmen sollen. Okay, entsorgen wir die Leichen. Du hörst den Polizei von da. Sag Bescheid, wenn die Schüsse gemeldet werden. Rourke und die Verstärkung sind unterwegs. Alles muss bereit sein, wenn sie eintreffen. Scheiß Archäologen. Zum Glück sind wir die los. Wir haben schon ewig versucht, unser Vorhaben zu torpedieren. Das haben sie jetzt davon. Hoffentlich war es das wert. Richtig. Die Arschlöcher waren zu neugierig. Zack, und den nächsten auch gleich. Inspektoren kommen. Ja, bereit machen. Zu
zum nächsten Raster. Verstanden.